Moin Leute, hier ist Jondavan. Herzlich willkommen zu Part 2 von Cry of Fear. Ich habe jetzt endlich wieder Internet, außerdem einen neuen Prozessor und ein neues Mainboard. Jetzt können wir endlich wieder weiterzocken. Ich weiß jetzt nicht, wie perfekt der Ton ist, das sollte sich aber demnächst bessern, wenn es noch nicht so perfekt ist. So, erstmal Cola trinken. Jetzt wollen wir einfach mal nochmal sehen, was jetzt so Schönes auf uns zukommt. Ja. Bestimmt was ganz Feines. Press Mouse 2 to perform a melee with your weapon. Ah. Okay. Ich kann nicht sehen. Oh ja, schön viel Blut auf dem Boden. Super. It looks like it. What's going on? How the fuck did I even get here? Ein Hammer! Dich mache ich fertig. Mit einem Handy. Fick dich. Fick dich. Fick dich. Fick dich. Ah. What the hell? Schön. Who was he? Who was he? I gotta call police. Ich würde mal sagen, er war ein Psychopath. Damn it. Wo ist Signal? Ja, denkst du im Keller oder wo du dich gerade befindest, hast du auch ein Signal? Was hast du denn für einer? Und ich habe gerade durchgehend 60 FPS, schön. Ah ja, hier sollen wir vermutlich lang. Ja, gehen wir mal die Leiter runter. Nee, ich habe was Schönes gefunden. Syringe. Legen wir mal auf 3. Warte. Das hätte ich gerne auf 2 und das auf 1. So. Looks like Morphine. This is strong stuff, so I'd better be careful with it. Ja? Solltest du, und da wir noch genug Leben haben, nehmen wir es nicht. Wir nehmen noch keine Drogen. Erst später. Ah, noch so ein Typ. Tor, stirb, stirb. Stirb. Gott. Und. Ah. Ah. Scheiße. Ah. Ah. Gut. Das war leicht. Ah, wir können speichern. Schön. Saving Progress. Verlinken mal auf ein paar mehr, nicht, dass mir die Spielstände irgendwann abkacken und ich dann ganz von Anfang neu starten muss. Und jetzt sind wir hier. Doppelte, ja. Zum Ausweichen und so kann man das benutzen, was ich auch schon die ganze Zeit mache. Ich drücke Alt, während ich mich nach hinten bewege, um schneller auszuweichen. Drogen. Sehr wichtig in diesem Spiel, ansonsten stirbt man, aber wie ihr sehen könnt, verbraucht es Ausdauer. Hier man auch nicht unendlich. Cola. Ja. Auch nicht unendlich. Ja. Irgendwas hat sich geöffnet. Help me, please help. They are coming. I'm inside the apartment, sorry. Ah, ja, also jemand braucht unsere Hilfe. Er ist im Apartment, ich soll mich beeilen und konnte ich gar nicht
auf Deutsch stehen. Multiplayer kann ich, aber... keine Ahnung, dann muss ich euch halt mehr erklären. Vielleicht finde ich es ja noch bis zum nächsten Mal. Dann dürfte es für euch leichter sein, zuzugucken. Free Climbing, auch mal angesagt. Sehr schön. Gehen die Leiter hoch. Nochmal Free Climbing. Und wir sind im Apartment. Ich persönlich finde ja dieses Apartment sehr schön. Ja. Diese Schreie vom Apartment, ja, sehr einladend, würde ich mal sagen. Also ich fühle mich hier ja so richtig wohl. Ah, ich bin im vierten Stock. Ja, schön. My secret number one. Three little kitties playing in the dark in the park. Said the first kitty, let's go home before it gets dark. The first two went on their merry way home. The third stayed playing all alone. Come here, little child, come to me. The bushes whispered softly. They say curiosity killed the cat. Okay, irgendwas hat eine Katze getötet. Ja, wir können noch weiterspielen. Was haben wir denn hier so Tolles? Ein Speicherpunkt. Atari. Also... kleine Kinder. Kleine Kinder, kleine Kinder, kleine Kinder. Ich hasse kleine Kinder. Hat es gerade noch geschrien? Ja, okay. Ist tot. Puh, Glück gehabt. Ah ja, ein Stockzeug von mir. Das ist schön. Ja, den vierten Stockzeug haben wir noch. Okay. Noch ein kleines Kind. So, das war's. Bye bye. Seems like it's locked from the other side. The door won't budge. So, hier drin war glaube ich auch was Schönes. Will ich wissen, was das war? Ich glaube nicht. My secret note number two. Those little kitties are so cute. They look so lovely. I just want to touch them. But then those parents come. That's why I have to kill them. Ja, klingt ja nach einem sehr netten Typ, der Kinder sehr gern mag. Also, ich finde ihn sehr sympathisch. Really old. Can't remember. Third North. Come and play. Collection 11. Collection 4. 28. September. Schmeckte schlecht. Hallo? Wow. Wow. Kacke, was war das? Hey, war da ein Schlüssel? Was wird denn mit Key-Item, wenn ich kein Key-Item habe? War hier ein Schlüssel? Wo ist hier ein Schlüssel? Schlüssel? Nein, aber Drogen. Oh, Schlüssel. Ah, okay. Ich hab den Apartment Key. Yay. Gut, manchmal sollte man ein bisschen auch mal gucken, was so schön auf dem Boden ist. Jus.
Boah, ich mag diese Musik nicht. Ich mag diese Musik nicht. Kleine Kinder! Kleine Kinder! Kleine Kinder! Nein! Ich muss mich echt krass zusammenreißen. Oh, große Kinder! Große Kinder! Große Kinder! Die mit Hammern spielen! Ich hasse Hammer! 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 So, weiter. Kleine Kinder, kleine Kinder, mit Messern spielt man nicht, Kinder, ja? Habt ihr das nicht gelernt? Habt ihr das nicht gelernt? Habt ihr das nicht gelernt? Oh. Wahrscheinlich haben sie es nicht gelernt. Ah, ja, schön. Oh, eine Hand. Handschlüssel. Sexy. Aber erstmal lieber einen Nahkampf. Du warst hier immer schon so dunkel. Ich bin hier gekommen. Ja, Leute, gut. Jetzt haben wir uns ein bisschen im Apartment umgeguckt. Wir müssen gleich noch später weiter. Hier in diesem Apartment, aber das machen wir nicht jetzt. Denn jetzt gucke ich mir erstmal an, wie die Aufnahme war. Hab jetzt hoffentlich einen kleinen Lückenfüller gemacht. Wir werden demnächst nochmal ein bisschen länger was machen und ein bisschen regelmäßiger, aber heute erstmal nicht. Ihr dürft euch aber schon drauf freuen, wenn es wieder heißt, bei Cry of Fear und ihr mal wieder was von Jonathan hören dürft. Ich bedanke mich für alle, die eingeschaltet haben und weiterhin einschalten. Wenn ihr meine Sachen mögt und die auch von unseren anderen Mitgliedern in unserem Channel, gebt uns einen Daumen nach oben und abonniert uns. Erstmal Cola trinken. Ja. Wir würden uns sehr darüber freuen. Und wir sehen uns großer Wahrscheinlichkeit beim nächsten Mal. Bis dann.